Ein Schwerpunkt unserer Arbeit besteht darin, neue Therapieverfahren zu entwickeln, die es ermöglichen, solide Tumore, die ja sehr therapieresistent sind, effektiver zu behandeln. Wir haben präklinische Modelle, vor allen Dingen Mausmodelle, und versuchen in diesen Modellen durch sogenannte sRNA-Screens neue Zielgene zu finden und dann auch diese Gene zu validieren. Der zweite Schritt besteht dann darin, nachdem wir genetisch solche Zielstrukturen bestätigt haben, dass wir dann neue pharmakologische Inhibitoren entwickeln. Der Star ist die Mannschaft. Ich selber habe sehr von einer exzellenten Nachwuchsförderung profitiert. Deshalb ist mir ein besonderes Anliegen, dass ich junge Mediziner für die Forschung begeistere und auch in dem Bereich versuche, dass wir Nachwuchs heranziehen.